Haben Sie allein Platz gewonnen? Sehr. Ja, ich will noch mal herzlich willkommen sagen. Ich habe ja jetzt euch alle meistens schon mal persönlich gesprochen. Aber cool, dass ihr alle dabei seid. Und ich bin ein bisschen geflasht, jetzt so viele Leute irgendwie jetzt in echt zu sehen, die man halt vorher nur aus dieser Online-Welt kannte. Und das finde ich so cool. Und deswegen danke, dass ihr alle dabei seid und dass ihr den Tag mit mir feiert. Heute den besonderen 100. Und wenn ich so, muss Olli, das Olli. Als, weißt du noch, als wir in Barcelona saßen und sagten, so machen wir mal neue Videos, machen wir mal so mal schon. 3,5 Monate her und jetzt haben wir schon 100. Und das ist irgendwie echt verrückt. Und ja, cool, dass ihr dabei seid. Ich würde sagen, quatsch auch gar nicht so lange. Noch eine Sache, wenn ihr Bock habt, irgendwie WLAN zu nutzen, das haben wir auch. Wahrscheinlich wird es völlig kollabieren, weil wir jetzt da alle reingehen. Aber wir jetzt einfach mal. Das WLAN heißt auf jeden Fall Dear Goods 35. Und das Passwort ist genauso, wie das WLAN heißt. Also wer sich da irgendwie einloggen will und so. Und ansonsten, genau, der Fahrplan ist so ein bisschen so. Wir starten mit einer kleinen Runde, damit ihr nämlich auch nicht nur hier sitzt und zuhört und esst, sondern auch selber was macht. Habe ich mir gedacht, machen wir so eine kleine Mini-Vorstellungsrunde. Jeder hat so 20, 30 Sekunden Zeit, um sich und sein Projekt oder was er so macht, kurz vorzustellen, damit man dann nämlich auch sieht, okay, wer ist denn heute hier eigentlich alles hier, mit wem will ich unbedingt noch quatschen, der macht auch coole Sachen. Genau, das machen wir und dann werden wir uns hier in diesem reichhaltigen Buffet laben und wie es dann weitergeht, machen wir dann auf jeden Fall. Haben wir alles? Haben wir alles. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt bei... Ich bin Toni, mein Kanal heißt Veganic Food. Und da geht's halt, da habe ich Blogs und Rezepte und generell Informationen über gesunde Ernährung. Ja, habe erst neu angefangen seit 3 Monaten und läuft ganz gut ein. Und vielleicht noch eine kleine Sache, wir machen dann irgendwie im Nachhinein irgendwie alle Links von allen, sammeln wir, dass ihr jetzt nicht irgendwie alles merken müsst und so weiter. Soll ich das einfach oder jeden einzelnen filmen vielleicht? Kannst du auch einfach ruhig. Ja? Okay. Ja. Ja, hi, ich bin ganz der klein. Ja, eben. Ich bin der René, ich habe mit der Hanna zusammen den Kanal Dankfisch gegründet, mache selber noch kein Video. Ich versuche, also ich probiere verschiedene Sportarten aus, zwischendurch gibt es mal Rezepte, dann gibt es wieder was für die Psyche, für die Persönlichkeit, ein bisschen Motivation und ja, das ist so eine bunte Mischung. Ja, ich bin Andrea, mein YouTube-Kanal, Blog-Channel heißt Mango Loves Banana und ja, ich studiere zurzeit noch Jura und möchte danach aber dann gerne auch in Sachen Ernährung, Persönlichkeitsentwicklung was machen. Ja, ich komme auch aus Köln. Hallo, ich bin Sophia. Mein Blog heißt Rawberry Vegan und da geht es um Fleisch speziell. Fleischrezepte. Ansonsten mache ich mich auch gerne mal über Veganer lustig.
glaube, das ist alles. Sehr cool. Hey, ja, ich bin Olli, ich bin Roberts Bruder. Und ich bin, glaube ich, der Einzige, der versucht, sein Geld zu verdienen, nicht mit veganen oder wokeslichen Sachen, oder? Ich designe Logos und berate Leute, wie sie ihre Banner und Logos designen können. Hi, ich bin Katharina. Ich bin voll froh, hier zu sein, hier sein zu dürfen. Und ich bin die Freundin von Nikolai. Wir haben uns über YouTube kennengelernt und ja, seit 4 Monaten jetzt zusammen und schon zusammengezogen. Sehr gut. Und zurzeit schreibe ich jetzt an meiner Bachelorarbeit. Ich studiere Englisch noch und danach werde ich auch mit einsteigen und mit Nikolai mehr Videos drehen. Und wir wollen uns zusammen auf dem Gebiet so Beziehungen, Partnerschaften konzentrieren. Ja. Ja, hallo, ich bin Nikolai Günther. Ich beschäftige mich mit Psychologie, Ernährung, Gesundheit und Fitness. Ja, das Wichtigste für mich ist, sich die Frage zu stellen, wie man bewusst wird. Weil viele Leute leiden darunter, weil sie unbewusst sind. Also zum Beispiel bei der Ernährung in jedem Bereich, weil sie etwas nicht wissen, leiden sie daran. Genauso ist es in Beziehungen. Weil sie nicht wissen, wie sie miteinander umgehen sollten, also wie das wirklich funktioniert, haben sie Streit. Und ja, das ist so mein Ziel. Eben, ja, ich beschäftige mich halt mit Psychologie und analysiere Menschen. Und mein Ziel ist es, ein fettes Business aufzubauen, Online-Business. Und andere Leute sozusagen zu beraten und denen zu helfen, eben Kanäle aufzubauen oder ja, Kunden zu verstehen, wie man Menschen beeinflusst und solche Sachen. Ja. Aber gleich ein YouTube-Video für den Roller am Start, geil. Der Trailer. Ja, ich bin die Melli, mein Kanal heißt Melli Glückskeks und bei mir geht es auch um mich. Also um alles Mögliche, was in meinem Leben passiert. Ich bin Modedesignerin und mache vegane Mode. Mache nebenbei noch meinen Master und ja, es geht bei mir um Ernährung, also um intuitives Essen, um Sport, um alles, was so bei mir passiert. Genau. Ja, hallo, ich bin Aida. Ich bin 21 Jahre alt und ich studiere Soziologie an der Universität Bremen. Mein Kanal heißt Aida Banana und ja, ich auf meinem YouTube-Channel, ich bin erst ganz neu, erst seit 2 Monaten, seit 1 Monat habe ich keine Videos gemacht. Also bei mir geht es auch hauptsächlich alles so um mich und ja, über Ernährung auch. Also ja, ich mache das auch einfach so für mich selbst, nicht irgendwie als Business oder sowas. Ich möchte auch, glaube ich, nicht damit Geld verdienen oder sowas. Also ich mache es einfach so als Hobby. Es macht Spaß, Videos zu drehen. Ja. Hallo, ich bin Kim. Ich habe mit Instagram angefangen. Mein Kanal heißt OUFruit. Und jetzt seit 2 Monaten mache ich auch YouTube-Videos. Und da geht es auch einfach um vegane Ernährung, wie wahrscheinlich bei irgendwie allen von uns. Und ja, und irgendwie um alles, was mir so Spaß macht. Wenn ich irgendwo verreise, dann nehme ich euch mit und mache Follow Me Around und so. Jo, ich bin Philipp, mein Channel heißt Freiheitsbrei und ich travel so ein bisschen in der Gegend rum und vlogge damit halt täglich und möchte halt so ein bisschen erklären, wie ihr mit wenig Geld weit kommt und euch trotzdem beim Reisen noch gesund ernähren könnt und wo ihr im Prinzip was herkommt. Und naja, das ist im Prinzip mein Hauptaugenmerk. Es gibt trotzdem bei mir immer irgendwelche komischen Videos, wo ich alles zeige, was ich mache, weil letztendlich ist YouTube da mein Wohnzimmer, wo ich naja, alles verbreite, was ich so produziere in meinem Leben. Ja, hi, ich bin da Rico, mein Channel ist da Alter Ihr und Wir. Alter Ihr, das bin ich, mein Synonymnamen, und Wir sagt immer, Alter Ihr, das bin ich und Wir, das sind wir. In diesem Fall heute mal hier diese große Gemeinschaft, das große Wir, und gemeinsam sind wir hier in diesem tollen Café. Ja, da geht es hauptsächlich um Persönlichkeitsentwicklung, den Menschen zu zeigen, sein Leben selbst in die Hand nehmen zu können. Da ich selber halt auch sehr vieles in meinem Leben schon erlebt habe, sowie vor Verlust von Menschen halt und viele Schwerpunkte, Tiefpunkte, wo ich immer wieder sehe, dass viele Menschen halt einfach Probleme haben, wenn sie in solchen Tief drin sitzen, damit klarzukommen, sich da wieder rauszuholen.
dass ich quasi einfach ihnen die Hand damit reichen kann und sagen kann, so Kollege, so sieht's aus, ich zeige dir hier mit auch mein Leben mit, weil ich mache sehr viele Vlogs über meinen Channel, wo ich einfach mein Leben filme, wo ich bin, ob ich verreise, überall mit bin, euch damit mitzunehmen und einfach sagen, okay, das bin nun mal ich, so bin ich nun mal einfach, ganz persönlich und frei, ohne irgendwas gefaked. Und so möchte ich mich der Welt präsentieren und damit den Menschen ein gutes Vorbild mit sein, das hier mit Weg zu gehen. Dann soll es natürlich auch über vegane Ernährung gehen, weil einfach Gesundheit und gesunder Lebensstil einfach damit so zugehört, dass man sich frei entwickeln kann. Und alle weltlichen Themen, die mit da zusammenhängen, möchte ich damit in diesem Kanal verinnerlichen und hauptsächlich auch viel Kooperation auch machen, weil wir uns ganz besonders, dass wir mir wichtig ist. Ich will kein One-Man-Channel nur machen, nur dass die Leute hier bin ich. Sondern mir sind wichtig, viele Leute damit einzufügen, einzubinden und auch die Vernetzung einfach aufzubauen. Und sagen, wenn, hey, hier gibt es die coolen Leute, die, der macht das, der macht das. Wenn euch die Sachen interessiert, schaut bei denen oder bei denen vorbei, dass wirklich ein richtiges, großes Netzwerk entsteht. Und ich bin froh, damit gemeinsam hier mit meinem Liebsten hier allen hier in diesem Bier hier zusammen zu sein. Mein Arm ist gerade. Ja, du kannst doch haben, oder? Ja. Überwältigt. ich bin sehr aufgeregt und ich habe auch einen Kanal. Ich bin Alex erstmal für alle. Ich mache seit ca. 2 Monaten auch Videos. Und bei mir geht es hauptsächlich auch erstmal um mein Leben, so um mich selbst zu finden, um Persönlichkeitsentwicklung und vegane Ernährung. Und wenn ich mich spezialisiert habe, so ein bisschen. Dann soll es auf jeden Fall auch um Persönlichkeitsentwicklung und sowas gehen, weil ich mich gerade selbst dafür sehr interessiere. Ich bin momentan auf meinem Kanal ein bisschen inaktiv, aber wenn es dann wieder weitergeht, auf jeden Fall, dann werde ich das, was ich gerade lerne, auch aktiv im Kanal umsetzen. Danke. Yeah. Ich bin die Selina. Mein Kanal heißt Große Träumerin. Ich mache seit 2 Wochen YouTube-Videos und kam durch Robin auf die Idee. Ich habe vorher ein Jahr lang gebloggt, etwas unerfolgreich. Ja, YouTube macht mir viel mehr Spaß und ich rede über meine Persönlichkeitsentwicklung, darüber, wie ich selbstbewusster geworden bin, weil ich früher total schüchtern war und wie ich glücklicher geworden bin und wie ich versuche, mein eigenes Ding zu machen. Damit möchte ich halt anderen helfen und die dazu inspirieren, dass sie das auch schaffen. Ich heiße Michelle, ich bin 20 geworden, Donnerstag erst. Ich mache momentan auf Facebook, da geht es halt auch so um mich. Meine persönliche Entwicklung, meine Gedanken, Inspiration für euch. Ja, YouTube habe ich noch nicht, aber das werde ich vielleicht auch bald machen. ja, ich bin auch noch nicht lange vegan, erst 1 Monat. Ja, das war's. Ich bin Wanda Lea, könnt mich auch gerne auch Wanda nennen. Ich bin jetzt seit 2 Jahren vegan, davor 2 Jahre auch vegetarisch und bin Erzieherin. Genau, habe aber noch keinen YouTube-Channel. Mal schauen, ob der irgendwann kommt. Mal sehen. Ja, ich bin Marie, ich habe auch keinen Channel und keinen Kanal. Ich bin auf Instagram unterwegs mit Fotos und mit Kuchenbox und sowas. Und möchte eigentlich nicht direkt einen Channel aufbauen, aber ehrenamtliche Videos machen über unser Tierheim, wo ich auch ehrenamtlich tätig bin und so die Tiere so ein bisschen vorzustellen. Auch ohne Verdienst. Ja, in die Richtung möchte ich eher gemacht. Ja, ich bin Astrid. Ich glaube, ich lebe das Durchschnittsalter. Ich bin 46. Ich fühle mich immer wieder inspiriert von Robert schon seit längerer Zeit. Insofern danke ich dir dafür, dass es dich gibt und auch, dass du das hier ins Leben gerufen hast. Ich finde es einfach großartig. Danke! Ja, ich finde die große Chance, über Social Media wirklich Leuten zu begegnen, die man sonst in seinem Leben nie treffen würde. Und dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Ja, ich habe keinen Kanal. Ich habe seit etwas über 4 Wochen einen eigenen Blog, der heißt Raw Level. Ich komme aus der Wirtschaft, habe über viele Jahre 50.000, 60.000 Euro Jobs gehabt und frage mich jetzt das erste Mal in meinem Leben, ob das der richtige Weg war und wie mein Leben weitergehen wird.
Mein Channel oder mein Blog heißt Raw Rebel. Ich habe alles, was mich in meinem Leben begeistert, mal tätowieren lassen. Und ich schreibe auf meinem Blog über mich selbst und möchte Menschen anregen, anzunehmen, dass es uns nicht jeden Tag die Sonne aus dem Hintern scheint und auch anzunehmen, dass es uns nicht jeden Tag gut geht. Und das mache ich mit einem Augenzwinkern, mit Ironie, und ich freue mich, wenn Menschen über meinen Blog, über das, was ich schreibe, lachen können. Und einfach Mut machen, andere Wege zu gehen, fernab von Kommerz, fernab von Konsum. Und ja, das ist mein Ziel, andere Menschen zu bewegen, zu begeistern, zu inspirieren. Und ich verdiene mein Geld damit schon. Und ich bin, da bin ich jetzt mal ganz kurz bei Nikolai noch, ich habe mehrere Semester Psychologie studiert, bin Psychotherapeut. Also kann ich auch sehr gut lachen, was du schreibst. Vielen Dank, ich freue mich, dass ich hier bin. Also ich bin der Steffen, komme aus Cottbus, bin 39 Jahre alt und kann mich der Astrid, was sie hier gesagt hat, einführen, wirklich nur anschließen, was sie da gesagt hat. Also da bin ich echt total begeistert, was der Robert und sein ganzes Team auch im Hintergrund da auf die Beine stellt. Das ist eine echt tolle Inspirationsquelle und ich bin echt froh, dass ich heute mal mit den Menschen zusammen sein kann, die praktisch das auch empfinden, wahrscheinlich so wie ich, und das freut mich echt total. In meiner Freizeit, ich komme aus einem bisschen anderen Bereich, alles vegan bin ich jetzt so ungefähr seit 1,5 Jahren. Aber ist nicht mein Hauptaugenmerk. Ich analysiere in meiner Freizeit gerne Währungspaare, also Euro, US-Dollar und so eine Sachen, und versuche meine Erlebnisse und meine Erfahrungen praktisch auf meinem Kanal Forex Invest ein bisschen darzustellen und niederzulegen. Mal gucken, was draus wird. Also ich bin da noch nicht so ganz dahinter dabei, sag ich mal, aber ich versuche das natürlich, je nachdem wie Zeit ist, das ein bisschen voranzutreiben und ein bisschen, sag ich mal, zu forcieren. Ansonsten, ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ich hier sein kann und ich freue mich. Ja, hallo, ich bin Nadine, ich bin 40, das ist nicht ganz so. Und eigentlich interessiere ich mich nur für vegane Rohkost, ich bin jetzt hier so reingeschlittert, aber... also ich habe keinen Blog, keinen Videokanal, nichts. Aber ich merke gerade... Macht Spaß. Was wollte ich sagen? Hey! Hi! Yeah! Hi. Yeah. Hi. Yeah. Such dir einen Platz. Wir haben schon mal angefangen. Nee, ich habe gerade den Macht auch einen aus. Nee. Aber ich habe einen anderen Blog, und zwar den mit CK. Ich renoviere mich gerade im Haus und ich habe ja. Ja, vielleicht sieht man sich da im nächsten Sommer mal wieder. Also, klingt gut. Ja, irgendwie so in die Richtung möchte ich gerne aufs Land. Mit der veganen Brust. Cool. Und ich will als Jo. Ich bin Juliane, ich komme aus Lüneburg und ich bin 24. Ich blogge seit März 2014 auf meinem Kanal Veganaholic. Und da geht es um vegane Rezepte und Lifestyle, veganen Lifestyle. Ja, und die sich jetzt neu mit der veganen Ernährung beschäftigen. Und seit Sonntag habe ich auch einen eigenen YouTube-Kanal. Genau. Yeah. Ja, ich heiße Jana, mein Kanal ist gestern gestartet. Boom! Noch wirklich zur Tomatenshow. Und der heißt Ja natürlich, lebe bunter. Geil. Und da soll es jetzt endlich auch um Persönlichkeitsentwicklung, vor allen Dingen um authentisch leben und einfach leben und dadurch glücklicher leben gehen. Ja, das war's soweit. Ich bin Marielle, mein YouTube-Channel heißt Veganell und es geht hauptsächlich um Sport, um Gesundheit, um vegane Ernährung, auch um Rohkost, um Fasten, also alles, was mit Gesundheit zu tun hat. Genau. Ja, und ich bin der Markus, also ich freue mich total, dass ich heute hier bin. Über Nikolai eigentlich eher so, aber Robert hatte ich auch schon längere Zeit auf dem Schirm. Also ich habe einen Schmink- und Beauty-Channel. Wer kennt ihn? Nein, es war ein kleiner Scherz. Ich habe gar keinen Kanal. Schade. Wie viele haben Sie geglaubt? Also, ja, also wie gesagt, ich finde YouTube ungeheuer inspirierend seit einigen Jahren, und das Thema Bewusstsein
steht auch ganz groß auf meiner Tagesordnung, eigentlich seitdem ich irgendwie vor 4 Jahren so eine Art, ich sag mal, Erweckungserlebnis hatte. Da habe ich so eine Phase gehabt, da habe ich gedacht, ey Scheiße, ich habe bis vor kurzem geschlafen, also mein ganzes Leben eigentlich auf eine gewisse Art, und jetzt sehe ich um mich herum nur noch mehr oder minder schlafende Menschen. Und es ist ein bisschen abgemildert mit der Zeit, ja, so. Aber so die Grunderkenntnis, dann habe ich dann angefangen, Eckhart Tolle zu lesen oder Audios zu hören und saß immer nur da bei meiner, ich muss zugeben, also langweiligen Arbeitsstelle, ja, mit Kopfhörern auf den Ohren und habe Eckhart Tolle gehört und dachte immer nur so, ja, 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 genau, ja. Ne? Also, das war so faszinierend. Und das ist so der Einstieg für mich gewesen. Und da ich mich jetzt, das ist ja klar, dass man sich irgendwie ganzheitlich interessiert, und bei der Persönlichkeitsentwicklung gehört dann auch Ernährung, Fitness und Lifestyle dazu. Ne? Also über Nikolai bin ich angekommen und jetzt bin ich hier. Herzlich willkommen. Ich stehe nicht auf, okay, dann. Ja, hallo, ich bin Pia. Ich habe Anfang des Jahres den Blog Kraftfutter ins Leben gerufen und veröffentliche seitdem mehr mal weniger regelmäßig vegane und gesunde und einfache Rezepte und manchmal auch Texte, so mehr so Gefühlstexte, so einfach wie man vielleicht ein bisschen glücklicher leben kann, wie man das überhaupt auch gesagt hat, mehr so im Jetzt leben kann und irgendwie alles ein bisschen einfacher angeht und so. Und und darüber bin ich dann irgendwann auf Dave gestoßen, der da hinten sitzt. Und wir machen jetzt zusammen auch seit wann? 2 Monaten? Ich weiß es nicht. 2 Monate. 2 Monate ungefähr, auch einen YouTube-Kanal, wo wir auch in erster Linie Europas Rezepte machen, auch so ganz einfache und coole Sachen. Und aber auch so ein bisschen über vegan und Rohkost, ein bisschen aufklären und immer Interviews mit netten Leuten machen und so. Und ja, ich finde es voll schön, dass immer so tolle Leute zusammenkommen. Einfach, ich finde es unglaublich, weil ich jetzt so viele Leute schon kennengelernt habe, nur deswegen, also alle, die hier sitzen und irgendwie, die ich jetzt auch schon als Freunde bezeichnen würde. Das ist einfach voll rührend und das ist das Schönste daran eigentlich. Ich stimme dir zu. Seit ich angefangen habe, und ich habe auch erst irgendwie vor 2 Monaten angefangen, habe ich nicht nur irgendwie so mit den Leuten irgendwie Kontakt, aber ich habe auch so unglaublich viel gelernt irgendwie, was ich jetzt eben in der Schule einfach nie gelernt habe. Und ich bin jetzt auch, jetzt habe ich gegen Uni entschieden und mache jetzt auch irgendwie mit dem Online-Business irgendwie aufziehen. Und mein Blog heißt Unconventionalism, aber bin gerade komplett in einer Umstrukturierungsphase und versuche so einen Fokus zu finden, okay, was will ich machen? Und genau, also entweder wird es auch vegane Rohkost oder dann irgendwann langfristig auf jeden Fall auch Persönlichkeitsentwicklung und mal gucken. Ja. Ja, und ich heiße auch Kim. Also hi, ich bin die Kati. Ich habe seit, ich glaube, März oder so, habe ich meinen YouTube-Channel, der heißt The Radiant Fox und ist auf Englisch. Und ich lebe auch schon länger vegan, es geht aber nicht nur um vegane Ernährung, es ist einfach, ich habe einfach so viel gelernt und ich kam mit mir selber einfach immer relativ wenig klar, so als Frau, sag ich mal, also mit meinem Körper einfach immer total viel gehadert und ich hatte so viele Freundinnen im Leben, das genauso war, und ich habe dann so viel gelernt und dachte mir, boah krass, ich kann es einfach nicht mehr für mich behalten und musste das dann einfach teilen. Und ich will auch über viel mehr noch reden, aber da ging es halt jetzt am Anfang vor allem drum. Und ich habe jetzt auch letzte Woche, glaube ich, oder am Anfang dieser Woche die ersten 100 Subscriber. Yeah! Ich kann mir schon mal vorstellen, in die Richtung zu gehen und damit auch mehr Geld zu verdienen. Aber gerade studiere ich noch. Ich studiere Innenarchitektur und verdiene damit auch gerade mein Geld schon. Ich arbeite auch von daheim aus und von anderen Orten aus. Jetzt bin ich wieder 2 Monate in Kanada ab nächster Woche und da kann ich auch weiterarbeiten. Und damit kann ich mich gerade ziemlich gut finanzieren, deswegen ist es gut. Ich will es nicht mein Leben lang machen, aber ich bin halt schon ein bisschen in diesem digitalen Nomaden-Dasein. Deswegen ist es auch saugut, wenn man meine Videos anschauen, weil ich mir das einfach vorstellen könnte. Und der Blog ist halt noch einfach, oder mein YouTube-Channel ist gerade einfach Spaß. Aber es macht mir unglaublich Spaß und ich kann jetzt schon Leuten helfen und das finde ich super geil. Und deswegen, merci. Gibt es denn Videos aus Kanada? Nice. Die ersten Videos waren in Kanada. Ich war schon. Ach, schön, ja. Nicht aufgepasst. Hallo, ich bin auch Sophia. Ich habe noch nichts am Start. Ich studiere gerade Psychologie und habe auch gerade erst damit angefangen und ernähre mich seit einem Jahr vegan und möchte jetzt irgendwie auch
ich habe auch immer wieder so Erleuchtungen und denke, ich habe irgendwie voll das Mitteilungsbedürfnis und möchte rausgehen und das mitteilen, aber ich weiß noch nicht so ganz. Und deswegen bin ich auch heute hier, weil ich mir Inspiration sammeln möchte. Und es klappt schon ganz gut. Ja. Ja, ich bin Denise, bin 24, arbeite als Sport- und Fitnesskauffrau hier in Berlin. Fange nächstes Jahr an, Gesundheitspädagogik zu studieren und mir geht es darum, dass ich wirklich Menschen auch helfen kann. Vor allem, was das Thema Essstörungen betrifft und alles Mögliche, weil ich glaube, da gibt es einige, die wenigstens ein bisschen mal mit sich hadern und mir geht es auch nicht darum, das große Geld zu verdienen, sondern wirklich einfach nur jemandem zu helfen, weil ich ganz genau weiß, okay, so habe ich mich auch mal gefühlt. Ja, cool, auf jeden Fall danke, dass ihr alle dabei seid und ich will noch mal ein besonderes Dankeschön erstmal an das Team ausrichten. Dass Ich glaube, ich kann mich drücken. Wer bist du denn eigentlich? Wer bist du denn eigentlich? Ja, ich bin Dave und ja, bei mir ging das eigentlich los, dass ich letztes Jahr angefangen habe mit Instagram, weil ich auf Reisen war und meine Mutter immer wissen wollte, was ich mache. Und habe ich angefangen, Instagram zu machen. Und so ging es dann halt auch irgendwann dieses Jahr mit den Vlogs los auf meinem Channel. Auch ursprünglich um meine Mom, damit die beiden Sätze zu bleiben. Ja, und dann haben wir halt, wie gesagt, vor 2 Monaten habe ich mit Pia dann den Channel Life Chunkies gegründet, wo wir halt viele Rezepte machen und auch so Leute interviewen. Ja. Noch irgendjemand durch seine Mama zu Instagram gekommen? sehr, sehr cool. Und noch ein besonderes Dankeschön an Pia. Pia wird heute nämlich uns so ein bisschen filmen und einfach da... Tut mir leid. Also, die ganze Zeit so. Schon mal an dieser Stelle, wenn irgendjemand was dagegen hat, auf YouTube oder irgendwo zu erscheinen, sollte er vielleicht kurz Bescheid sagen. Okay, dann passt die Tür. Und ein besonderes Dankeschön an Mina, die heute ein bisschen fotografieren wird. Ja. Sehr, sehr cool. Und ein besonderes Dankeschön an Kim, die uns hier alle so herzlich willkommen geheißen hat. Und ich würde gerne noch mal eine ganz kurze Umfrage machen, wer denn eigentlich mit der weitesten Anreise unterwegs ist. Ich glaube, das bin ich. Woher? Ich komme 2,5 Kilometer von hier entfernt. Ich fahre ungefähr 8 Minuten. Weil ich habe schon gesehen, so viele von euch kommen hier extra angereist und das finde ich echt richtig, 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 richtig cool. Wer denkt denn, dass er von ganz weit hergekommen ist? Ja. Rheinland-Pfalz. Ganz gut. Kann irgendjemand Rheinland-Pfalz kommen? Ich weiß nicht, wir sind NRW 8 Stunden. Nee, Rheinland-Pfalz ist weiter weg. Ich soll mal gucken, wer ist die Frage. München. Oh, ich glaube. Das ist knapp, glaube ich. Noch irgendjemand aus Moskau oder sowas? Nein. Kommt noch. Okay, dann herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Krass. Sehr, sehr cool. Und ich würde sagen, damit sind wir durch mit dem Quatschteil und jetzt gibt es was zu essen. Das ist yeah. Angerichtet und ich würde sagen, das ist perfekt hier. Das soll schmecken, ne?